Willkommen zu Hause, willkommen bei Willem Wilhelm. Heute haben wir ein besonderes Thema. Wir erweitern unser Produktportfolio um eine weitere Marke, nämlich die Firma Coda Audio. Bei mir ist der Sebastian Bär von Coda Audio Deutschland und wird uns ein paar Dinge über diese neue spannende Marke erzählen. Unser erstes Thema ist, wer ist Coda? Coda Audio ist ein Hersteller von Pro Audio Beschallungstechnik mit Sitz in Hannover in Deutschland und wir bieten Produkte aus allen erdenklichen Kategorien der modernen Beschallung. Also wir sagen gerne, wir bieten Lösungen an, statt nur Produkte. Das umfasst Line-Array-Systeme, Point-Sources, Monitorsysteme, allerdings auch die dazu benötigte Systemelektronik und innovative Softwarelösungen. Das Unternehmen Coda Audio selber beschäftigt mittlerweile weltweit über 250 Mitarbeiter. Das hat auch einen Grund, weil wir halt eine sehr, sehr große Produktion haben, da quasi alles unter unseren eigenen Fittichen. Und was halt so eine kleine Besonderheit ist bei uns, wir blicken auf 35 Jahre Erfahrung zurück, was die Treiberfertigung angeht. Was würdest du sagen, was ist besonders an Coda? Also was Coda auf jeden Fall ganz besonders auszeichnet, ist halt aufgrund dieser Erfahrung und dem Background in der Treiberfertigung die Produktionstiefe. Also dass wir halt wirklich, wir sagen immer gerne vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt, also sehr unabhängig sind, nicht abhängig von Zulieferern. Das heißt, bei uns kommt halt wirklich das Rohmetall an und geht dann durch die komplette Produktion raus, genauso wie das mit dem Holz und Kunststoffteilen und allem anderen der Fall ist. Und wir haben eine sehr große Produktion mittlerweile aufgebaut und gehen wirklich durch alle Etappen der Fertigung und sind halt damit extrem unabhängig, haben aber auch den großen Vorteil, dass wir eine sehr, sehr hohe Qualitätskontrolle anbieten können, weil wir halt eigenständig festlegen können, wo liegen unsere Toleranzen, die Toleranzen entsprechend klein halten müssen und die Abhängigkeit halt einfach abgeschafft haben von anderen Unternehmen und Zulieferern. Also diese Fertigungstiefe, das ist schon auch echt beeindruckend. Vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt, alles hausintern. Daraus resultiert natürlich auch eine wahnsinnig hohe Qualitätsgarantie und auch Kontrolle und Sicherheit. Und dann würde mich mal interessieren, was bietet Coda eigentlich? Also im Hinblick auf diese hohe Fertigungsqualität und auch die Überzeugung, die wir von unserer eigenen Arbeit haben, garantieren wir auf jeden Fall 5 Jahre Garantie für alle unsere Produkte. Und darüber hinaus natürlich, dadurch, dass wir alles, egal wann, selber machen können und auch immer wieder herstellen können mit den Mitteln und Methoden, die wir haben, garantieren wir auch 15 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit und bieten damit natürlich unseren Kunden eine sehr, sehr hohe Investitionssicherheit. Also wir sprechen immer gerne davon, wer sich für Coda entscheidet, hat wirklich 20 Jahre Investitionssicherheit und kann auf sein Produkt und auf unseren Support und unsere Produkte zählen. Was deckt ihr so für ein Marktsegment ab mit den Produkten? Da muss man eigentlich sagen, alles. Also wir sind sowohl im Touring-Bereich als auch im Installationsbereich beheimatet mit unseren Produkten. Also das geht einfach aus unserem Produktportfolio hervor, was halt wirklich von dem winzig kleinen 5 Zoll Lautsprecher bis hin zum großen Line-Array-System für Großbeschallungen, Festivals und riesige Outdoor-Events quasi die komplette Bandbreite abdeckt. Also Line-Arrays, Point-Sources, Säulenlautsprecher, Bühnenmonitore, einige Speziallösungen, die auch für den Festinstallationsbereich oder für bestimmte spezielle Märkte oder sowas generiert sind. Und mit den Lösungen, die wir bieten, gerade auch mit der Integration in die Software, mit darauf zugeschnittenen intuitiven Softwarelösungen, mit Anbindung an Third-Party-Protokolle und so weiter, an gängige Audionetzwerke, IS, Dante, die ganzen Formate, die da so gängig sind, sind wir eigentlich in jeder Welt zu Hause und beheimatet und man muss sich nur das richtige Produkt für sein Projekt rauspicken. Das heißt, ihr seid sozusagen ein klassischer Systemhersteller und bietet ein geschlossenes System, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Endstufen, Lautsprechern, genau. Simulationssoftware und wahrscheinlich auch eine Software zur Steuerung dieser. Korrekt.
Also wir verstehen uns ganz klar als Anbieter von Beschallungssystemen. Also wir verkaufen nicht einfach nur Lautsprecher, weil halt in der heutigen Zeit die Anforderungen an den Markt halt einfach gestellt werden, dass die Systemintegration möglichst einfach und intuitiv ist. Und wir möchten halt einfach ein System anbieten, was egal wo auf der Welt dem Anwender bekannt vorkommt, wo er immer weiß, was er bekommt, gleichbleibende Qualität, gleichbleibende Ergebnisse. Und das können wir halt nur gewährleisten, indem wir das komplette Paket anbieten, wo halt quasi Verstärker und Lautsprecher in sich eine geschlossene Einheit bieten. Und im Audioformat hast du gesagt, seid ihr natürlich wahrscheinlich analog unterwegs, AES und Dante, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, also wir haben alle drei Formate an unseren Systemverstärkern und bei dem AES-Format gibt es noch eine Besonderheit, da haben wir ein eigenes Format, das nennt sich Linette. Das ist voll kompatibel mit dem AES-3-Standard, kombiniert allerdings 8 Kanäle auf einer Netzwerkleitung, also ist quasi eine Art AES-Multicore. Und schön bei uns in die Systemverstärker und unsere Infrastruktur integriert mit einigen Funktionen wie beispielsweise Fallback-Redundanzen und spart halt einfach Verkabelungsaufwand und garantiert Kompatibilität. Also nicht jeder kennt ja die Firma Coda. Und wir haben jetzt ja ganz, ganz viele Einblicke in die Historie, in die Technologien bekommen. An welcher Stelle habe ich denn mal die Chance, als Zuschauer oder Branchenkenner oder Techniker sowas auch mal zu erleben oder zu sehen oder zu hören? Das ist in der Tat gar nicht so wenig. Also wir sind in allen möglichen Bereichen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal das nimmt, wo halt jeder, egal wo er ist, mal die Chance hat, auf eine Veranstaltung zu springen, bewegen wir uns natürlich im Touringmarkt. Und da gehören unter anderem in Deutschland solche Künstler zu wie Adel Tawil, Nena, die halt mit den Systemen touren, Comedians wie beispielsweise Luke Mockridge, auch internationale Künstler, The Script, Paloma Faith, verschiedene Major Artists, die halt auf der ganzen Welt mit den Systemen unterwegs sind. Installationen gibt es auch relativ viele, also einige Live-Clubs, Theater, Schauspielhäuser. Besucht uns gerne mal auf unserer Website oder Social-Media-Kanäle, da gibt es so ein paar Case-Studies und Beispiele und Referenzen, die halt in kurzen Presseberichten aufgefasst worden sind. Da kann man gerne mal reinschauen, da wird man auf jeden Fall viele schöne Projekte finden. Was bewegt denn einen Entscheider im Theater dazu, sich für die Marke Coda zu entscheiden? Also im Theaterbereich muss man sagen, ist Klangtreue oft ein Argument. Weil, ich sag mal, das klassische Theater hatte keine Beschallung. Da war es so, dass alles irgendwie aus dem Orchestergraben und von der Bühne ins Publikum getragen worden ist und der Raum als solches funktionieren musste. Das funktioniert mit modernen Theaterproduktionen aber nicht mehr, weil halt auch da Technologie innerhalb der letzten Jahre einfach Einzug gehalten hat. Was den Leuten aber wichtig ist, sie möchten eigentlich gar keine Beschallung hören. Also sie möchten die Vorteile nutzen, aber es darf nicht so klingen, als wäre es elektroakustisch verstärkt. Und in dem Bereich sind halt unsere Produkte aufgrund der hohen Klang- oder Wiedergabetreue natürlich sehr von Vorteil, weil sie maximal neutral klingen und eigentlich keinen Eigencharakter haben. Also es wird nichts gefärbt. Durch die Phasenlinearität sind die Systeme halt, egal wo man hinterher im Publikum sitzt, sehr kohärent. Also man ortet nicht den Schall da oben in dem Lautsprecher, sondern man hat halt ein sehr, sehr großes, empfundenes Schallbild mit einer schönen Stereoordnung, Ortung, einer guten Tiefenstaffelung. Und überall da, wo natürlicher Klang gefordert ist, Orchestermusik, Sprachübertragung, sind das einfach Argumente, die sehr beliebt sind und die Systeme für diesen Bereich auf jeden Fall sehr geeignet machen. Sebastian, was würdest du sagen, was sind die besonderen Technologien bei Coda? Also Technologie im Allgemeinen ist bei Coda ein sehr wichtiges Thema, weil dieser Startschuss vor mittlerweile 35 Jahren ging tatsächlich damit los, dass wir einen Hochtonkompressionstreiber neu gedacht haben.
Also wir haben uns quasi von dem bekannten Kalottentreiber gelöst und einen Ringmembrantreiber erfunden, der halt einfach von der Konstruktion anders gelöst ist und damit gewisse Vorteile hat, die sich unter anderem in Klangqualität, Verzerrungsfreiheit und Wirkungsgrad, akustischer Bandbreite. Und ja, als Unternehmen, was halt schon immer von diesen Ideen und Innovationen gelebt hat, haben wir uns immer weiterentwickelt und haben mittlerweile ganz viele spannende und interessante Technologien, also Ringmembrantreiber, davon eine Weiterentwicklung als Doppelringmembrantreiber. Also wir nennen ihn DDP, Dual Diaphragm Planar Wave Driver. Beispielsweise ein Koaxialsystem, wo wir quasi diese ganzen Vorteile noch als eine echte Point Source mit einer Bandbreite von 400 bis 22 Kilohertz wirklich zusammenbringen, damit die Möglichkeit haben, beispielsweise MF-Treiber, die normalerweise als Konus ausgeführt sind, wegzurationalisieren in unseren Systemen, die Systeme damit kleiner und leichter zu machen, bei gleichbleibender oder sogar besserer Performance. Und ja, wir haben ganz, ganz viele andere weitere Technologien, Sensor Control Technology in unseren Subwoofern, wo wir halt eine bestimmte Sensorschleife haben, die dafür sorgt, dass die Membranen quasi maximal verzerrungsfrei dem Audioeingangssignal folgen, also dass wir Verzerrung auf ein absolutes Minimum reduzieren und damit natürlich die normalerweise sehr, sehr verzerrungsbehaftete Reproduktion von Tiefbasssignalen einfach mal neu erfunden haben und damit wirklich Maßstäbe setzen, was sich ganz, ganz deutlich akustisch bemerkbar macht. Weitere Sachen ist unsere Coupler-Technologie, die es halt ermöglicht, mit bestimmten Vorsätzen, in vielen von unseren Systemen, die horizontale Abstrahlcharakteristik und Directivity zu verändern. Und das halt nicht nur mit kleinen Finnen in einem bestimmten Bereich im Hochton, sondern wirklich breitbandig bis in die unteren Low-Mids hinunter. Wir bieten damit eine extreme Kohärenz und Gleichmäßigkeit in der horizontalen Abstrahlung, also ein System, was halt wirklich entsprechend der Angaben aus dem Datenblatt oder der Eigenschaften des Produktes wirklich das erfüllt, was man erwartet, also ein Pegelabfall zum Rand, allerdings keine Einschnitte in der Frequenzdomäne. Eine neue Technologie, die wir letztes Jahr für kleine Lautsprechersysteme neu aus dem Boden gestampft haben, ist das Dynamic Airflow Cooling. Das ist ein hybrides Gehäusedesign, wo wir halt neben Holz auch noch auf einen speziellen Aluminiumkern zurückgreifen, der quasi über bestimmte Treiber, die da auch wieder drin sind, da haben wir wieder den großen Vorteil unseres Backgrounds, dass wir genau wissen, wo müssen wir die Sachen anpacken, wie können wir es überhaupt machen. Es geschafft haben, Lautsprecher mit einem bestimmten thermischen Konzept auf die Beine zu stellen. Als Beispiel dafür unser N-Ray oder unser NAP-System. Und Sinn und Zweck des Ganzen ist halt einfach die Power Compression, die halt ein ziemlich wichtiger Punkt ist, gerade bei kleinen Systemen, die man gerne laut hat, die dann sehr schnell da die entsprechenden Probleme aufweisen, einfach mal auf ein Minimum runterzufahren und den System damit tatsächlich die doppelte Leistung präsentieren zu können, ohne dass es zu irgendwelchen Schäden kommt. Das bedeutet also extreme Leistungsstärke verbunden mit einer kompakten Abmessung und natürlich auch weniger Gewicht. Ja. Das heißt, mal ganz salopp formuliert, mit einem Lautsprecher in einer imaginären Klasse, die ja meistens an Tieftöner im Chassis bemessen wird, kann man sagen, der Lautsprecher spielt eigentlich eine Klasse höher, als er visuell ausschaut? Oder wie kann man das mal ganz salopp für den Zuschauer mal so ein bisschen greifbar machen? Also das kann man auf jeden Fall sagen und ich glaube, das konnten wir auch in der Vergangenheit schon oft genug unter Beweis stellen, dass wir gerade aufgrund unserer Technologien, also diesem Doppelringmembrantreiber, dem Ringmembrantreiber an und für sich mit höherem Wirkungsgrad, einer tieferen Trennfrequenz, halt einfach im Design der Lautsprecher Möglichkeiten haben, die ohne diese Technologien nicht gegeben sind und wo wir halt einfach gewisse Vorteile ausschöpfen können, die am Ende dazu führen, dass Lautsprecher leistungsfähiger und performanter sind, als man das als Anwender oder als Betrachter im ersten Moment vermutet, wenn man halt einen Lautsprecher sieht, der beispielsweise nur so groß bzw. klein ist. Also bestes Beispiel dafür zum Beispiel unser iRay, unser Flaggschiff-System,
Das ist ein vollwertiges Full Range Doppel 12 Zoll Leinerail-System. Und das hat ein Breitenformat von gerade mal 674 mm. Ja, Sebastian, vielen Dank für die Ausführungen und die gerne. Einblicke in die Historie von Koda und in die Technologien. Wir werden im Nachgang noch einige Beiträge senden mit meinen Kollegen Tobias und Thomas, die dann noch etwas präziser in die Bauteile und in die Produkte einsteigen und zeigen euch dann in nächster Zukunft die komplette Produktrange von Koda. Vielen Dank. Dankeschön.